Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Das wollte ich sagen. Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Kingdom Come Deliverance und ihr kennt mich als kleines Arschloch, das von hinten sich angeschlichen kommt und alles umbringt, alles beklaut und alles zunichte macht. Und auch in diesem Spiel werde ich so sein. Kingdom Come Deliverance. Freunde, das wird wieder ein episches Abenteuer. Rechnet mit knapp 300 Folgen. Ich mag den Typen jetzt schon nicht. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Fleißiger Gatte. Wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun,
Wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte gelingen. Blaubürdig? Warum bin ich blaubürdig? War das Sarkasmus? Ist das die Wahrheit? Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Ja, Freunde, und endlich bekommen wir die Kontrolle über Heinrich. Das sind wir. Unerwarteter Besuch. Quest begonnen. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Hast du mich doch gerade schon gefragt. So, mithilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebene Eigenschaft deines Charakters frei. Keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Wie gesagt, ich bin ein heimliches Arschloch und ich werde auch so weiter vorangehen. Wir unterhielten uns in der Schenke. Redekunst wäre schon mal eine gute Sache. Ich war beim Reigen. Agilität. Ich war bei Bianca Vitalität. Vitalität, ja. Ich arbeitete in der Schmiede. Das mit der Vitalität finde ich übrigens gut bei Bianca. Agilität ist schon nicht schlecht. Die Frage ist jetzt Redekunst oder Agilität? Ich glaube, ich nehme die Redekunst. Wir unterhielten uns in der Schenke. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Redekunst. Matthias zeigte mir das Bogenschießen, Agilität und ich war bei Bianca und so weiter. Und wenn schon, wir gehen natürlich auf Agilität als zweites. Matthias zeigte mir das Bogenschießen. Nein. Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Bogenschießen? Willst du ein Wilderer werden? Weißt du, was die Strafe dafür ist? Und woher hast du eigentlich einen Bogen? Ach komm schon. Ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Oh Gott, steh mir bei. Mach bloß keine Dummheiten, um Himmels Willen. Versprochen? Versprochen. Ich muss sagen, die Synchronisation ist echt für ein scheiß Arsch, ey. Waren meine Freunde hier? Ich hab Hunger. Ist Vater wütend auf mich? Brauchst du Hilfe? Gespräch beenden. Wir werden natürlich unsere Hilfe nicht anbieten, ich bin ein Arschloch, das wissen wir alle. Waren meine Freunde hier? Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Du tust ihnen Unrecht. Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein. Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das.
Er glaubt, dass er ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann. Da hast du wohl recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Ich hab Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Danke. Ist Vater wütend auf mich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Na komm, weißt du was? Wir sind ja doch ein unschuldiger kleiner Bengel. Wir entwickeln ja uns erstmal zum Schurken. Und deswegen brauchst du Hilfe, Mama. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Na gut, hauen wir ab. Gut. Du bewegst dich mit der linken und kannst auch sporten mit B und springen mit X. Das ist aber seltsam. Das soll Dücken sein? Gut, ich kann leider die Controllersteuerung nicht ändern. Ich hätte sie gern anders gehabt. Oh, naja. Ja gut, wenn du dich wo hineinschleichen willst, sorge dafür, dass dich niemand hört. Und dann drückst du auf Schleichen und dann schleichen wir. Lilililililil. So, wir haben hier ein bisschen was zu essen, habe ich gehört. Aus dem Topf essen. In den Topf geben. Wahrscheinlich A gedrückt halten, ne? Ja. Wir essen natürlich was. So, jetzt haben wir was gegessen. Wir können noch verschiedene Sachen in den Topf reintun, wie zum Beispiel Käse. Das wird uns nichts bringen. Ich mag die Animation von Sachen aufheben. Nö. Käse kann ich nicht reintun. Wahrscheinlich nur Gift. Das werden wir später sehr oft nutzen. Ja, cool. Was haben wir hier noch? Ist das Geld? Darf ich das haben? Darf ich das haben? Nein. Oh, ich krieg kein Geld. Naja. Jedenfalls, hier ist alles nicht zu 100% authentisch zum Mittelalter. Damals gab es zum Beispiel keine Schlafzimmer. Die mussten sie hier natürlich einbauen, da es ja eine Möglichkeit geben sollte, auch zu speichern. Und ich glaube, man speichert im Bett. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und auf jeden Fall sollte es ein paar Sachen geben, die ein Spieler ja kennt. Du hast keinen Dietrich. Ich will die Truhe aber öffnen. Ich brauche einen Dietrich, Freunde. Wir brauchen einen Dietrich. Ich muss lernen, wie man mit Dietrichen hier umgeht. Und ich will an diese Truhe ran. Na gut. Schauen wir uns erstmal um. Gehen wir raus. Ah, guckt euch an, wie schön das Spiel einfach ist. Ich mag das. Ich mag das wirklich. Wir schauen uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen um. Das Laufen ist hier so seltsam. Wenn ich auf B gedrückt halte, laufe ich und kann mich gleichzeitig umsehen. Seltsam. Einfach seltsam. Naja, wir müssen einen Dietrich suchen. Meine Ausdauer geht natürlich flöten, wenn ich laufe. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ein paar Secrets oder so finden. Ich weiß nicht, wo ich einen Dietrich herbekomme, aber ich würde liebend gerne einen finden. Ist hier was drin? Ein Dietrich zum Beispiel? Nein? Nein? Wenn übrigens wahrscheinlich so, ja, Gegenstand kochen. Im Korb? Achso, ich wollte schon sagen. So halbe Stunde folgen ist, glaube ich, in Ordnung für ein Rollenspiel. Wenn wir das einfach haben. Wir gehen mal zu Vaters. Vater ist ein Dietrich. Ich will nicht klauen, nein. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Geschlafen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen, dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status hochbedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deiner Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute
Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffe und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen, du musst jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handeln, siehe Handeln und Falschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fähigkeiten von Heinrich einbringen, zum Beispiel die Fähigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht einfach nur nach den Höchsteigenschaften zu gehen, du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Unterschiedliche Ansätze fruchten bei unterschiedlichen Leuten. Einen 10 Raufbold schüchterst du nicht so leicht ein und ebenso schwer ist es, einen Adligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrichs Fähigkeiten mit denen seines Gegenübers verglichen werden. Die Werte der verschiedenen Fähigkeiten findest du unter den entsprechenden Symbolen. Du kannst stets deine eigenen Fähigkeiten sehen. Die Fähigkeiten deines Gegenübers sind für dich nur sichtbar, wenn du jemanden gut kennst oder Menschen gut einschätzen kannst. Spezialisierung Empathie. Dein Geld, der Geld, den du, der Geld, den du zahlen musst. Es geht nicht nur um Werte, der Ausgang einer Situation wird auch von anderen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel von deinem Ruf, ob du blutest oder ob du schmutzig bist. Bist du etwa der flinken Zunge eines Händlers beim Verhandeln nicht gewachsen, könntest du ihn erst leicht vergiften, weil er dann einfacher zu überzeugen ist. Ein Wächter ist leichter einzuschüchtern, wenn du ihn von seinen Kameraden weggelockt hast. Ah, okay, das ist so ein Kameradentyp, ne? Redekunst, Charisma, Stärke, okay. Die Höhe deines Rufs bei deinem Gegenüber, 27, okay, check ich nicht ganz. Achso, mein Ruf beim Gegner ist 27, okay, Redekunst 3, Charisma 7 und Stärke 2. Der Wächter hat mehr von allem außer von Charisma, wobei bei der Redekunst weiß ich das nicht, das heißt, ich würde eher Charisma benutzen. Im besten Falle wahrscheinlich noch was anderes, weil Charisma hilft nicht bei Adligen zum Beispiel. Okay, ich sehe schon. Ich musste etwas erlegen, verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Ich lasse mir nichts befehlen. Wir haben natürlich ganz, ganz viel Charisma. Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei's drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Ich bin ein großer Junge. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Geh zu deinem Vater, abgeschlossen. So, die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit Redekunst gewinnst du Freunde. Als unauffällige Person kannst du Ärger aus dem Weg gehen. Und wenn du die Dinge lieber direkt angehst, kann auch Gewalt eine Lösung sein. Okay. So viel dazu. Ich werde erstmal unser komplettes Haus auseinandernehmen. Das Laufen ist hier trotzdem seltsam. Ich werde niemals warm damit. So, wir nehmen alles mit, wir gehen zum Händler und werden da halt auch wirklich alles verkaufen. Ich bin ein Arschloch.
Herzlich willkommen bei diesem Let's Play. Wolltest du schon immer ein Arschloch sein? Konntest du es nie? Bleib bei mir, dann weißt du, wie es ist. Ihr wollt mich nicht hinsetzen. Ich kann den Tisch nicht mitnehmen. So, stehen wir wieder auf. So, wir nehmen einfach alles mit und werden das dann beim Händler direkt verkaufen. Ich will so viel Geld wie möglich am Anfang haben. Und ich bin eher derjenige, der dann den Leuten aus dem Weg geht. Die Linsensuppe werde ich höchstwahrscheinlich behalten, falls sie nicht schlecht wird. Ich werde den Leuten nicht nur aus dem Weg gehen. Ich werde so hinterhältig versuchen zu agieren, wie es mir nur möglich ist. Und ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Mir wird es definitiv Spaß machen, mir ein paar ja, Sachen so rauszusuchen, die ich so mache. Kann ich alles mitnehmen? Ja, alles stehlen? Wieso stehlen? Ich bin bei mir zu Hause, Mann. Ich muss nichts stehlen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen. Ich finde es cool, dass man, wenn man alles mitnimmt, dass es wirklich auch leer erscheint. Nehmen wir hier alles mit. Zack. Hier ist nichts drin. Vielleicht war das einfach dasselbe. Käse. Ein Brot. Wenn doch, habe ich keine Rüstung und so. Das heißt, mein Inventar, ich bin jetzt noch nicht so schwer. Ich habe gerade gesehen, ich bin 26 schwer. Also Gewicht von 26 trage ich. 31 schon. Das wird aber jetzt keinen großen Unterschied machen, weil ich werde eh das meiste Zeug verkaufen. Was ist hier? Genau. So. Ist zwar alles jetzt nicht so krass viel wert, aber ich hoffe, das wird sich lohnen, das ganze Zeug zu verkaufen. Naja. Gut. Das war's. So, schauen wir uns mal ein bisschen um hier in der Gegend. Ich nehme an, dass es hier so realistisch ist, dass ich das Bier wahrscheinlich wirklich zum Schluss mitnehmen soll, damit es kalt bleibt. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hallo. Und du Himmel, bist... pass auf, wo du hingehst. Jetzt Maul. Sag mal nicht, wo ich hingehen soll. Wir haben Pferde, können wir noch nicht alles mit interagieren, höchstwahrscheinlich, weil wir uns im Tutorial befinden. Ich nehme einfach stark an, dass es das Tutorial ist. Und wir haben hier oben auch eine Minimap à la Skyrim. Und da sehen wir auch das Ganze. Haben wir auch eine Map? Trödle nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Okay, Slack ist warten. Ich kann pfeifen. Das ist das. Ah, die Karte. So, wir haben hier, kauf Bier, okay, kauf einen Sack Kohle, treibe Schulden ein und hole Parierstange in der Burg ab, okay, Schleifstein. Wir gehen zuerst zu C wegen den Schulden, wir brauchen ja zuerst das Geld, sonst können wir nichts kaufen. Ich denke mal, das ist Laufen. Liebe Entwickler, ich will die Steuerung selber entscheiden. Wieso geht das nicht? In Skyrim ist Y springen. Oh, was ist das denn? Hier ist eine Tür. Oh, die kann ich nicht öffnen. Schade. Komm ab. Wo auch immer ich gerade hingehe. Ach. Hallo. Pass etwas besser auf. Ich will hier durch. Hey, pass auf. Dich merke ich mir. Willst du aufs Maul oder was? Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Ach, das Schwert. Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Puh, wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Alles in seiner Hosentasche. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Parierstange für Schwert. Das ist ja nur die Parierstange, ne? Nicht das Schwert, schade. Ich dachte, ich kann den Schuldner jetzt einfach mal so, keine Ahnung, den Kopf verpacken. Ja, mit dem Geld! Was, du gibst es mir nicht? Ja, komm, dann nehme ich mir deinen Kopf. Das wäre cool.
Alle Informationen über die Quest findest du im Questlog. Okay. Ist schön für die Questlog. So. Warum ist das alles so verschwommen? Weil ich. Achso, wegen der wenigen kurzen Ausdauer, die ich habe. Naja, gut. Oh, wir gehen hier gerade schon Richtung C. Okay. Du hast entdeckt Köhler. Die Leute mögen es nicht, wenn du wohin gehst, wo du nicht hingehen sollst, wenn du ihre Häuser betrittst. Warnen sie dich zuerst nur, aber wenn du zum Beispiel in Wachhäusern einer Burg erwischt wirst, werden die Wachen sofort angreifen. Okay. Schließ mal die Tür. Wer mich nicht sieht, kann mich nicht beschuldigen. Ist ganz einfach. Fang jetzt schon an, scheiße zu sein. Hier ist ja nichts. Schloss knacken. Ach verdammt, ich brauche einen Dietrich. In den Topf pinkeln, das wär's doch. Huch. Achso, ich dachte, das wäre ein Schlüssel. Schade. Hier ist auch. Sag mal, ist der Typ arm? Oder hat er wirklich nichts? Hier ist nichts. Nada. Was ist denn das für ein Haus? Na gut. Hühner. Ich würde auch. Kann ich die Axt nehmen und die Hühner erschlagen? Wenn du etwas stiehlst, lass dich dabei nicht erwischen. Auch die Beute zu verkaufen ist nicht ganz einfach. Du kannst vielleicht unbemerkt einen Apfel verkaufen, aber wenn du etwas Wertvolles stiehlst, spricht es sich herum und die Händler werden das Diebesgut erkennen. Suche einen möglichst weit entfernten Händler. Okay. Ich würde gerne die Axt benutzen. Spieler, Hauptstufe. Was haben wir hier? Aspekte. Okay. Kann ich da irgendwas machen? Nein, noch nicht. Stärke, Agilität, Vitalität, Redekunst, Charisma und der ganze andere Kram. Na gut. Ach so, hier. Ich sehe schon. Das ist so ein Erfahrungsbalken. Karte, Kodex, Spieler. Ich habe eine Axt, ne? So. Ich habe ja auch gleichzeitig eine Maus, oder? Ja, ich habe gleichzeitig eine Maus. Cool. Charakter, Soziales, Orte, Allgemein, Karte. Wo kann ich die Items machen? Wo sind meine Items, die ich habe? Tab durchschalten. Zeit überspringen. Inventar. Ah, hier. Kunesh Axt. Okay, ich vermute mal, ich kann sie nicht ausrüsten. Fallen lassen kann ich sie, aber gut. Naja. Achso, ach, das ist der Typ, den ich, bei dem ich eintreiben soll, ne? Hey! Du! Kunesh. Hey, pass auf! Gott sei mit dir, Kunesh. Was willst denn du? Vater schickt mich wegen der Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Okay. Ich bin ja ein raffiniertes Arschloch, das heißt, zahle oder setzt was, geht nicht. Ich muss ja raffiniert zugehen. Bezahl zumindest das Werkzeug. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Vater wird dir einen Besuch abstatten. Schulden gehören beglichen, zahle du Saufbold. Okay, Schulden gehören beglichen, Mann. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer und du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Du Hurensohn, wie kannst du schwagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Et. Waffe. Schlag. Stärkerer langsamer Angriff mit einer Waffe. Haken. Stärkerer langsamer Fausthieb ins Gesicht. Stich. Schnellerer schwacher Angriff mit einer Waffe. Schlag. Fausthieb ins Gesicht. Tritt. Wirf deinen Gegner zurück. Okay. Wirf deinen Gegner zurück. Ist schon mal sehr gut. LT.
Ziel lokalisieren, zum nächsten Gegner wechseln, okay, Zielfokus beenden, Angriffsrichtung, Ausdauer. Tritt der Angriff eines Gegners deine Rüstung oder blockst du ihn, kostet dies Ausdauer, ist dies vollständig verbraucht, kannst du nicht mehr verteidigen und wirst verwundet. Deine Angriffe verbrauchen ebenfalls deine Ausdauer, insbesondere die mit einer schweren Waffe. Gesundheit schützt du dich schlecht und ist deine Rüstung unzureichend, werden dich Treffer verwunden, schwere Wunden führen zu tödlichen Blutungen, wenn du nichts unternimmst. Je schwächer deine Gesundheit, desto niedriger ist deine maximale Ausdauer. Okay, je schwächer deine Gesundheit, desto niedriger. Okay, okay. Das lässt Leben. Okay, das Leben beeinflusst auch die Ausdauer. Dieser Indikator zeigt an, wie viel Gesundheit dein Gegner noch ungefähr hat. Je schwerer er verwundet ist, desto langsamer greift er an und reagiert. Naht sein Ende, versucht er möglicherweise zu fliehen oder ergibt sich. Symbole, die Aufschluss darüber ergeben, an welcher Stelle du verletzt bist oder ob du blutest. Okay. Ich will nichts von dir, hau ab! Was auch immer ich gemacht habe. Ich bin ein Schurke, ich komm wieder. Du wirst schon sehen. Wachen! Wachen! Wache! Wache, hilf mir doch! Zielfokus beenden, Mann. Wo ist die Wache hin? Hilfe! Wache, Mann! Wache! Hilf mir! Du! Hilf mir! Guck's dir an, der will mich verprügeln! Okay, schlag, komm, schlag die Wasser. Ist das dein Ernst? Aufgabe begonnen, was? Versuch den Axt, den Hammer und die Nägel auf eine andere Weise zu bekommen. Okay, ich bin erfolgreich abgehauen. Okay, das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe nämlich gehört, dass in diesem Spiel es kein Fehlschlag einer Quest theoretisch gibt, sondern es gibt immer eine Möglichkeit. Zum Teufel mit dir, du Scheißkerl! Du kannst deine Gesundheit stets in der roten Leiste am unteren Bildschirmrand im Auge behalten. Die Menge an Gesundheit legt gleichzeitig die maximale Menge an Ausdauer fest, weshalb es immer ratsam ist, dich zu heilen. Heinrich heilt sich regelmäßig mit Hilfe von Essen und Schlaf selbst in aktuellen, akuten Fällen. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Mach den Mund auf, wenn du sprichst. Du hast entdeckt Schneider. Oh, cool. Okay, ich werde versuchen, ihn zu beklauen. Halt, die Axt habe ich schon, ne? Du hast hier nichts zu tun. Eine verschlossene Truhe. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Fritz könnte einen haben. Oh Gott, nein! Ich wollte dir nichts tun! Fritz könnte auch. Okay. Ich verstehe. Ich brauche einen Dietrich. Damit werde ich aber zu Hause die Truhe öffnen. Hallo. Helfer des Köhlers. Okay. Wo sind die? Moment. Ich weiß. Und zwar hat Mama gesagt, die sind gerne in der Bar. Kauf Bier beim Wirtshaus. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt zu E. Denk nicht. Danke. Wie du willst. Ich will was lernen. Heil dem. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahinsiechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Was? Okay. Ah, das ist der Typ, wo ich mich verletzt habe, ja? Ich habe voll viel Blut an mir dran. Oh Gott. Klar. Klar. Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Gott sei mit dir, Heinrich. Ich hoffe, mich zu verfolgen. Das stimmt mit dir nicht. Das ist ein ganz komisches Gesicht, was ne? Was tust du da? Kannst du nur nach vorne gucken?
Sind das deine echten Augen? Pass auf, wo du hingehst. Du läufst gegen mich! Scheiß drauf. Gut, Freunde. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge wieder. Und dann werden wir A. trainieren, wie man mit dem Schwert umgeht. B. den Dietrich holen und zu Hause selber einbrechen. Und dann werden wir gucken, ob wir die Axt irgendwie... Na gut, die Axt haben wir schon. Die Hammer und die Nägel anders besorgen können. Die werden höchstwahrscheinlich der Truhe sein. Vielleicht kann ich den Dietrich auch weiterverwenden. Mal gucken. Ja, das sind die Pläne für morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss!